Herzlich willkommen zum Konzernrecht, genauer gesagt zur Online-Vorlesung zu dieser Thematik, die in diesem Wintersemester 2020/2021 Corona-bedingt an der Universität Bayreuth in digitaler Form stattfinden wird. Die Vorlesung richtet sich zum einen natürlich an die Studierenden der Universität Bayreuth, namentlich der unternehmensrechtlichen Schwerpunktbereiche, zum anderen aber auch an all jene, die Interesse am Konzernrecht haben, sei es, weil die Materie sie interessiert, weil sie sie für ihre berufliche Praxis brauchen oder an anderen Universitären in ähnlichen Schwerpunktbereichen engagiert sind. Die Vorlesung wird es als Videopodcast bei YouTube geben und auf den bekannten Streaming-Portalen, Spotify etwa, iTunes, Deezer und so weiter, als Audio-Podcast. In diesem ersten Podcast soll es um grundlegende Fragen des Konzernrechts gehen. Was ist das Konzernrecht und warum gibt es das? Bevor wir uns diesen Fragen widmen, möchte ich mich kurz vorstellen. Wer redet denn da eigentlich? Mein Name ist Marco Starke, ich bin Inhaber der Stiftungsprofessur für das Recht der Familienunternehmen an der Universität Bayreuth. Mehr zu meiner Person, zu meinen Lehr- und Forschungstätigkeiten, aber auch die Kontaktdaten, unter denen Sie mich erreichen können, finden Sie im Internet unter www.stiftungsprofessur.uni-bayreuth.de. Bevor es losgeht, auch noch etwas Werbung in eigener Sache und zugleich auch ein Literaturtipp. Ich möchte Ihnen das von Herrn Trügala und Herrn Salai gemeinsam mit mir verfasste Lehrbuch zum Kapitalgesellschaftsrecht wärmstens empfehlen. In diesem finden Sie nicht nur Darstellungen zum Recht der GmbH und zum Aktienrecht, zur GmbH und Co. KG und zur KGaA, sondern auch Grundzüge des Konzern- und Umwandlungsrechts. Das Konzernrecht haben wir auf rund 100 Seiten dargestellt. Sie werden einige Beispiele, die in diesen Podcasts hier vorkommen, durchaus auch im Lehrbuch wiederfinden. Doch nun zum Konzernrecht. Worum geht es dabei eigentlich? Das Konzernrecht regelt die Zusammenfassung rechtlich selbstständiger Unternehmen unter mehr oder weniger einheitlicher Leitung. Der Konzern ist Einheit in Vielheit. Es geht um rechtlich selbstständige Unternehmen, rechtlich selbstständige Gesellschaften, die wirtschaftlich betrachtet eine Einheit bilden. Ist so eine Einheit, ist so ein Konzern wirtschaftlich sinnvoll? Und ist er vielleicht auch gefährlich? Und wenn ja, für wen ist ein Konzern denn gefährlich? Diesen Fragen wollen wir in den nächsten Minuten nachgehen. Konzernrecht ist dabei einerseits Schutzrecht. Wir werden gleich sehen, es geht zum einen um den Schutz der Gesellschafter Minderheiten. Es geht aber auch um den Schutz der Gesellschaftsgläubiger. Minderheitenschutz und Gläubigerschutz sind zwei zentrale Aspekte dieser ersten Funktion des Konzernrecht als Schutzrecht. Zum anderen ist Konzernrecht aber auch Organisationsrecht. Wir werden uns im Laufe dieser Online-Vorlesung mit Aspekten der Konzernbildung, der Konzernleitung und Überwachung und schließlich auch der Konzernfinanzierung näher befassen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Schutzfunktion des Konzernrechts. Ausgangspunkt für unsere Erwägung soll dabei die unbeherrschte, unverbundene, nicht in eine Konzernstruktur eingegliederte Gesellschaft sein. Bei dieser kann es Mehrheits- und Minderheitsgesellschafter geben. Gibt es Mehrheitsgesellschafter, haben die ein genuines Eigeninteresse daran, dass das Unternehmen erfolgreich ist, Gewinne erwirtschaftet werden, folglich auch Gewinnauszahlungsansprüche begründet werden und auch der Wert der Beteiligung steigt. Davon profitieren wiederum die Minderheitsgesellschafter, die ebenfalls ein Interesse an Wertsteigerung und Rendite haben. Und es profitieren auch die Gesellschaftsgläubiger, denn bei einer wirtschaftlich florierenden Gesellschaft, beim gesunden Unternehmen, sind die Befriedigungschancen recht hoch. Anders stellt sich die Sachlage dar, wenn der Mehrheitsgesellschafter auch noch andere Unternehmen beherrscht. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass Gewinne zwischen Gesellschaften verschoben und Mittel entzogen werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, beziehungsweise kann insbesondere dann der Fall sein, wenn
der Mehrheitsgesellschafter an den Gesellschaften in unterschiedlichem Umfang beteiligt ist. Ein Beispiel. Tim ist an der Fast Food Unlimited GmbH, FGmbH, mit 100%, an der Döner Express GmbH, DGmbH, mit 70% beteiligt. Das bedeutet, dass jeder Euro, den die FGmbH verdient, wirtschaftlich ihm selbst gehört, während er jeden Euro, den die DGmbH verdient, im Verhältnis 70-30 mit dem oder den dort vorhandenen Minderheitsgesellschaftern teilen muss. Für Tim ist es in unserem Beispiel also durchaus von Interesse, dass Erträge insbesondere in der FGmbH erwirtschaftet werden, weil sie ihm dort bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise im vollen Umfang zustehen. Dass es sich dabei um eine wirtschaftliche Betrachtungsweise handelt, sei hier nochmals betont. Rein rechtlich gehört natürlich das Unternehmen der GmbH, dies ist rechtlich selbstständig, sie ist Inhaberin des Gesellschaftsvermögens. Im Konzernverbund bestehen also sowohl Gefahren für Minderheitsgesellschafter als auch für die Gläubiger. Die Gefahr für die Minderheitsgesellschafter liegt darin, dass ihre Beteiligung entwertet wird. Dass die Chancen, die eigentlich in ihrer Gesellschaft liegen, entzogen, Gewinne anderweitig erwirtschaftet werden, dass damit ihre eigenen Gewinnansprüche zwar formal bestehen bleiben, wirtschaftlich aber ausgehöhlt werden und damit auch der Wert der Beteiligung sinkt. Für die Gläubiger der Gesellschaft besteht die Gefahr, dass die Konzernleitung die abhängige, die verbundene Gesellschaft ruiniert. Anschaulich hierzu der Sachverhalt aus der sogenannten KBV-Entscheidung, die der BGH im 151. Band der amtlichen Sammlung veröffentlicht hat. Die K-Backwarenfabrik GmbH, KB GmbH, hat einen lukrativen Vertrag über die Lieferung von Toastbrot an einen bundesweiten Lebensmitteldiscounter. Aus diesem Vertrag könnte sie profitabel wirtschaften, wenn sie nicht so viele Schulden hätte. Zins und Tilgung fressen den Gewinn restlos auf. Weil der Mehrheitsgesellschafter das unbefriedigend findet, veranlasst er die Übertragung der wesentlichen Produktionsmittel und der Vertragsbeziehungen über die Toastlieferung auf eine andere ihm gehörende Gesellschaft und lässt die K GmbH in die Insolvenz fallen. Die Produktion geht nahtlos weiter und die Gläubiger der K GmbH fallen aus. Das ist ein ganz typischer Fall, aber natürlich auch ein krasser Fall, an dem sehr deutlich wird, welche Konzerngefahren nicht nur für die Minderheitsgesellschafter, sondern auch für die Gläubiger der betroffenen Gesellschaft bestehen können. Konzernstrukturen sind durchaus sinnvoll, jedenfalls aus Sicht der herrschenden Unternehmen. Ein Konzern bietet nämlich die Möglichkeit, Haftungsrisiken zu segmentieren und damit letztlich auch zu minimieren. Durch die Gründung verschiedener Gesellschaften für verschiedene Tätigkeiten, unternehmerische Betätigungen, Geschäfte, besteht die Möglichkeit, Haftungsrisiken, Ausfallrisiken, wirtschaftliche Risiken auf einzelne Gesellschaften zu beschränken. Dieser Abschirmeffekt ist rechtspolitisch durchaus gewünscht. Es besteht aber, und dem soll das Konzernrecht begegnen, eine erhebliche Missbrauchsgefahr. Aus den USA etwa werden Fälle berichtet, in denen Taxiunternehmen in der Weise segmentiert wurden, dass jedes Taxi von seiner eigenen, nur zu diesem Zweck gegründeten Corporation betrieben wurde. Bei Ansprüchen von Gästen, insbesondere aus Deliktsrecht, die die Versicherungssumme überstiegen, gingen die jeweiligen Corporation in die Insolvenz und die Geschädigten leer aus. Das ist wiederum ein eher krasses Beispiel, aber es sind gerade die krassen Beispiele, die die Konzerngefahren verdeutlichen. Damit ist letztlich bereits der typische Konzernkonflikt umschrieben. Es handelt sich nämlich um den Interessengegensatz zwischen dem unternehmerischen Gesellschafter einerseits und Minderheitsgesellschaftern und Gläubigern andererseits. Aufgabe des Konzernrechts ist es, einen angemessenen Ausgleich dieser Interessen zu liefern. Dabei stehen Aspekte des Minderheiten- und Gläubigerschutzes ganz klar im Vordergrund. Konzernrecht ist mehr als Schutzrecht. Es hat auch eine Organisationsfunktion. Die eben erwähnte Haftungsbeschränkung ist nicht das einzige und oftmals nicht einmal das wesentliche Motiv der Konzernbildung.
Es geht vielmehr beim Konzern um die Organisation eines wirtschaftlichen Unternehmens in mehreren rechtlich selbstständigen Gesellschaften. Dies hat verschiedene Vorteile. Zum einen geht es um die Trennung von strategischer und operativer Leitung. Die Konzernspitze soll häufig als Kopf des Unternehmens fungieren, das Tagesgeschäft hingegen soll sich in den Töchtern und Enkelgesellschaften abspielen können. Möglich wird dadurch auch eine klare Zuordnung von Kosten und Erfolgen. Tochtergesellschaften können als Profit Center fungieren, während die Konzernspitze oft nur reine Holdingfunktionen wahrnehmen soll. Bei grenzüberschreitender Tätigkeit kommt ein weiteres hinzu. Die Konzernstruktur ermöglicht es, auch einheimische Rechtsformen zu integrieren. Dies kann den Marktzugang erleichtern. So kann etwa ein deutsches Unternehmen, wenn es in einem ausländischen Markt tätig sein will, etwa in Russland, eine russische Gesellschaft gründen und auf diese Weise leichter in den russischen Markt hineinkommen. Hinsichtlich der Organisationsfunktion des Konzernrechts stellen sich zahlreiche sehr verschiedene Rechtsfragen mit Blick auf die Konzernleitung, auf die Konzernfinanzierung und auf die Überwachung der zum Konzern gehörenden Tochter- und Enkelgesellschaften. Vielleicht erinnern Sie sich, es gibt einen berühmten deutschen Konzern, nennen wir ihn kurz S-Konzern. Der war noch vor kurzem von einer Korruptionsaffäre betroffen. Und da stellte sich die Frage, wer muss eigentlich dafür sorgen, dass Rechtsverstöße zukünftig unterbleiben? Dieses Sorge tragen für die Rechtskonformität nennen wir auch Compliance. Muss das der Vorstand der betroffenen Tochtergesellschaft tun? Der Vorstand der Obergesellschaft? Und falls der Vorstand der Obergesellschaft zu einer Konzerncompliance verpflichtet ist, wie kann er diese Maßnahmen durchsetzen? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich der Aufsichtsrat? Solche Fragen stellen sich, wenn wir über das Konzernrecht als Konzernorganisationsrecht sprechen. Und auf diese Fragen werden wir in späteren Podcasts auch noch näher zu sprechen kommen. Ein großes Problem der Konzernbildung ist die Zuständigkeitsverlagerung. Virulent ist dies insbesondere in Aktiengesellschaften. In den Aktiengesellschaften gibt es eine klare Organstruktur mit klaren und eindeutigen Kompetenzen. Wir haben den Vorstand als Leitungsorgan, den Aufsichtsrat als Überwachungsorgan und die Hauptversammlung als Organ der Aktionäre. Die Hauptversammlung hat eng begrenzte Rechte. Immerhin darf sie nach dem Gesetz, nach dem Aktiengesetz, über 50% der Gewinne entscheiden, also entscheiden, ob mindestens 50% der Gewinne an die Aktionäre auszuschütten sind oder ob diese in der Gesellschaft durch Thesaurierung verbleiben sollen. Bei der Konzernbildung können diese Rechte faktisch ausgehöhlt werden. Gründet etwa eine Aktiengesellschaft, eine Tochtergesellschaft, werden die Rechte in der Tochtergesellschaft durch den Vorstand der Muttergesellschaft ausgeübt. Gewinne, die in der Tochtergesellschaft erwirtschaftet werden, sind nicht ohne weiteres dem Zugriff der Aktionäre der Obergesellschaft ausgesetzt. Vielmehr kann der Vorstand als Vertreter der Gesellschafterin der Tochtergesellschaft in deren Hauptversammlung oder Gesellschafterversammlung eine weiterreichende Thesaurierung beschließen. An den mitgliedschaftlichen Befugnissen der Aktionäre der Muttergesellschaft ändert sich zwar formal nichts, inhaltlich werden diese aber ausgehöhlt. Man spricht insoweit von einer Mediatisierung. Das betrifft nicht nur diese Thesaurierung oder Gewinnausschüttungsentscheidungen, sondern auch noch weitergehende Rechte. Durch die Mediatisierung wird die Stellung des Vorstandes der Muttergesellschaft gestärkt und, zwar nicht formal, aber doch materiell, die Rechtsposition der Aktionäre der Muttergesellschaft geschwächt. Die Frage ist dann, wie muss das Recht dem vorbeugen? Insoweit gibt es grundlegende Urteile für Fälle, in denen das Tochtergesellschaft den wirtschaftlich wichtigsten Teil des Gesamtunternehmens ausmacht, die Zauberworte im
Kopf der Gesellschafts- und insbesondere auch Konzernrechtler lauten insoweit Holzmüller, Gelatine 1 und Gelatine 2. Wir werden intensiv auf diese Urteile noch zu sprechen kommen an späterer Stelle. Zum Thema Konzernfinanzierung muss zunächst klargestellt werden, dass der Konzern selbst kein Kapital hat. Das Kapital und auch das Vermögen als solches ist nicht etwa dem Konzern als solchen zugeordnet, sondern den einzelnen Konzerngesellschaften. Faktisch wird aber häufig aus einem Topf gewirtschaftet. In der Praxis finden sich dabei vielfach sogenannte Cashpools, in denen Tochtergesellschaften, Enkelgesellschaften und die Konzernmutter in eine zentrale Rechen- und Kontoeinheit liquide Mittel abführen. Dies führt zu ganz spannenden Fragen mit Blick auf Aspekte der Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung. Dieser Kapitalschutz wird uns ebenfalls später noch näher beschäftigen. Kurz zur Entwicklung des Konzernrechts. Es handelt sich beim Konzernrecht um eine Besonderheit des deutschen Rechts. Hier gab es traditionell eine hohe Verflechtung von Unternehmen. Man sprach von der Deutschland AG, bei der die deutschen Aktiengesellschaften oft wechselseitige Beteiligungen aneinander hielten. Vorstände der einen Gesellschaft waren Aufsichtsrat der anderen und umgekehrt. Die kapitalmarktorientierte AG, die auf einen großen Anlegerkreis abzielte, war lange Zeit die Ausnahme. Die Reaktion des deutschen Gesetzgebers erfolgte 1965 bei der Neufassung des Aktiengesetzes. Hier wurde erstmals das Konzernrecht im Aktiengesetz verortet und auch erstmalig kodifiziert. Zudem wurde das Konzernrecht durch Wissenschaft und Rechtsprechung fortgebildet. Markant dazu Wiedemann in seiner Monographie Die Unternehmensgruppe im Privatrecht aus dem Jahr 1988 mit seinem Diktum: Im Konzern ist alles anders. Teilweise gab es dabei aber auch Fehlentwicklungen, von denen einige mittlerweile wieder korrigiert wurden, insbesondere der sogenannte qualifiziert faktische GmbH-Konzern ist ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass die Rechtsprechung im Konzernrecht auch falsche Wege eingeschlagen hat. Was ein qualifiziert faktischer GmbH-Konzern ist, werden wir später, keine Sorge, noch näher kennenlernen. Und insbesondere werden wir kennenlernen, dass es diese Figur eigentlich gar nicht mehr gibt. Zudem sind in jüngerer Vergangenheit die Legitimation und die innere Rechtfertigung der konzernrechtlichen Regelungen fraglich geworden. Insoweit wird durchaus diskutiert, ob es diese spezifisch deutschen konzernrechtlichen Regelungen noch braucht, zumal andere Mitgliedstaaten der EU diese gerade nicht haben. Allerdings sollte beachtet werden, dass die Konzernvorschriften unterschiedliche Wirkungsrichtungen haben. Erinnert sei nochmal an die verschiedenen Funktionen, Schutzrecht und Organisationsrecht. Daher sei bereits jetzt vor Pauschalisierungen gewarnt. Aktuell geht es eher um Bestandswahrung. Es geht nicht mehr um den Ausbau. Es geht auch nicht um das Fortschreiben konzernrechtlicher Regelungen. Wir sind eher in einem Verwaltungselement des Konzernrechts in der wissenschaftlichen Diskussion angekommen. Gleichwohl spielt das Konzernrecht in der Praxis weiterhin eine große Rolle. Der Konzern ist bei allen Rechtsformen möglich. Er ist aber nur im Aktiengesetz geregelt. Und deswegen werden wir uns an mehreren Stellen die Frage nach der unmittelbaren oder zumindest analogen Anwendung der aktienrechtlichen Vorschriften auf andere Rechtsformen stellen. Ein Blick über die Grenzen, ich hatte es schon angedeutet, nur wenige Staaten sind dem deutschen Vorbild gefolgt. Andere Rechtsordnungen lösen die sich stellenden Probleme mit allgemeinen Regeln, etwa mit Treuepflichten oder besonderen Insolvenzhaftungstatbeständen. Es gab mal den Versuch einer gesellschaftsrechtlichen Harmonisierung. Es gab den Entwurf einer Konzernrichtlinie. Dieser ist aber seit langem auf Eis gelegt. Er gilt als gescheitert. Es gibt immerhin punktuelle Harmonisierungen, etwa durch die Mutter-Tochter-Richtlinie.
zur Besteuerung von Dividendenzahlungen. Auf dem europäischen Radar ist das Konzernrecht mittlerweile eher als Teilaspekt der Corporate Governance-Diskussion gelandet, dort nach englischem Vorbild der Related Party Transactions. Das sind vertragliche Beziehungen mit verbundenen Unternehmen und nahestehenden Personen. Insoweit enthält die kürzlich reformierte zweite Aktionärsrechte-Richtlinie Vorgaben, die jüngst zum 1. Januar 2020 durch das ARUG II in das deutsche Recht, konkret in die Paragraphen 111a fortfolgende Aktiengesetz transformiert wurden. Auch hiervon wird später noch einmal die Rede sein. Werfen wir zum Abschluss dieser einführenden Einheit noch einen Blick auf das vorhandene Normmaterial. Die Regelungen zum Konzernrecht sind allesamt im Aktiengesetz verortet. Dort gibt es in den Paragraphen 15 bis 19 Aktiengesetz einen allgemeinen Teil des Konzernrechts. Zu diesem Konzernrecht AT gehören insbesondere Definitionen und Hilfsnormen, etwa zur Frage der Abhängigkeit, zur Frage des Konzerns oder zu wechselseitigen Beteiligungen. Diese Vorschriften sind rechtsformneutral ausgestaltet. Sie können also auch für andere Rechtsformen aus der AG fruchtbar gemacht werden. Und hier wird schon deutlich, dass Konzernrecht keine spezifische aktienrechtliche Angelegenheit ist, obwohl es halt dort geregelt ist. Die verschiedenen Konzernformen finden wir dann nach einigen Blättern im Gesetz in den Paragraphen 291 fortfolgende. Die stärkste Form der Konzernierung steht dabei ganz am Ende in den 319 bis 327 Aktiengesetz. Die Eingliederung betrifft die Fälle, in denen eine Gesellschaft rechtlich in eine andere Gesellschaft eingegliedert wird, also dort auch die rechtliche Selbstständigkeit verliert. In den Paragraphen 291 bis 310 Aktiengesetz ist der Vertragskonzern geregelt, der uns in der Praxis insbesondere als Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag begegnet. Und die mildeste Form der Konzernierung ist der faktische Konzern, geregelt in den 311 bis 318 Aktiengesetz. Weiterhin finden sich in den Paragraphen 20 bis 22 Aktiengesetz konzernrechtliche Mitteilungspflichten für die AG. Beachten Sie bitte die kapitalmarktrechtlichen Mitteilungspflichten der Paragraphen 33 fortfolgende BPHG, verdrängen diese konzernrechtlichen Mitteilungspflichten, sind also Lex Specialis, gehen auch inhaltlich weit darüber hinaus. Und schließlich finden wir in den 327a fortfolgende den aktienrechtlichen Squeeze-Out. Es handelt sich hierbei zwar nicht um genuines Konzernrecht, aber ein Konzern ist in diesen Fällen typischerweise gegeben. So viel zum Einstieg in das Konzernrecht. Ich hoffe, die doch recht kurzen Ausführungen haben Ihr Interesse geweckt. Ich weiß, es wurden Fragen aufgeworfen, die aber später noch beantwortet werden. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder reinklicken. Bis dahin.